Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Tagesorakel für Donnerstag. Was haben wir denn heute? 22.09.2022. Ja, diese Woche war ich auch schon mal im Jahr 2024 unterwegs. Ist eigentlich völlig wurscht, was ich. Du findest das Video zur richtigen Zeit. Und wir schauen auf die heutigen Tagesenergien. Ich nehme jetzt mal bewusst ein paar Decks, die ich sonst nicht so häufig in die Hand nehme. Was ist der erste Hinweis? Da fallen direkt schon ein paar mehr. Machen wir mal das Licht an, kann ich das besser lesen. Hoffe ich. Wenn mein Sehnen und mein Glaube eins werden, dann wird mein Handeln durch Frieden und nicht durch Kontrolle bestimmt. Anderen Worten, du hast einen Wunsch. Und glaubst ganz fest dran, dass dieser Wunsch sich erfüllt, dann brauchst du wirklich nur im Vertrauen zu bleiben. Da brauchst du nicht ständig deinen Kontostand zu checken, wenn du einfach davon ausgehst, dass genug drauf ist, um dir das zu gönnen, was du meinst zu brauchen. Manchmal braucht man viel zu viel. Für mich ist mittlerweile weniger mehr. Ein gefüllter Kühlschrank ist schön. Ein warmes Häuschen ist toll. Ja, Menschen um sich, die einem sehr wertvoll sind. Mehr braucht man im Grunde nicht, um zu leben. Meine Kräfte als Supermagnet speisen sich aus meinen Gefühlen, meinem Glauben und die Liebe und der Freude, die ich ausstrahle. Also, ne, was du ausstrahlst, bekommst du auch zurück. Gehst wie, ja, wie ein Mensch, der von innen heraus strahlt durch die Welt, bekommst du häufiger mal ein Lächeln zurück oder auch mal freundliche Worte von Menschen, die du vorher nie gesehen hast. Rennst du muffelig durch die Weltgeschichte, sieht das ganz anders aus. Du entscheidest, welche Ausstrahlung du hast. Und echte Manifestationen werden durch Hingabe und Liebe hervorgebracht. Ja, richtig. Wenn du auf dein Herz hörst, dann weißt du ganz genau, was du brauchst in deinem Leben. Manifestier dir das ohne Wenn und Aber und es wird zu dir kommen. Dann schauen wir im Tarot mal kurz nach der Tagesenergie, weil ich versuche mich hier auch bewusst kurz zu halten. Danke sehr. Der Eremit. Ja, manchmal braucht es Innenschau, innere Einkehr, um halt wirklich sich bewusst zu werden, was will ich denn für mein Leben? Was wünsche ich mir für mein Leben? Ja, Schule, danach Ausbildung, danach Job, bis dass man dann in die Rente geht, zwischendurch mal in Urlaub. Ist es das? Oder geht es vielleicht besser? Manchmal darf man auch einfach mal mit sich alleine sein, ohne dass da Input von außen kommt. Manchmal darf man die Handys, die Radios, die TVs auch mal auslassen, es mal richtig still werden lassen, um zu erspüren, was genau ist es denn, was ich möchte für mein Leben. Der Donnerstag-Spirit. Wofür eignet sich der Donnerstag? Was kommt hier auf meine Zuschauer zu? Ja, das ist natürlich alles nicht so komfortabel, ne? Wenn man da wirklich mal in der Seele kramen muss. Da wird dich heute eine Begegnung zu auffordern, denn irgendjemand wird dir begegnen, der dein Spiegel ist. Egal welcher Mensch das ist, du hast heute irgendeine Begegnung, die dir absolut zeigt, wo du noch betriebsblind bist. Ja, und es ist eine gute Zeit, um sich auf die Reise zu machen in Richtung Heilung und auf die tiefen Gefühle zu achten. Okidoki, lassen wir es mal dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren. Ja, lasst es euch gut gehen und gern bis zum nächsten Mal.